Moisi, gratuliere. Ein relativ einfacher Sieg, zumindest vom Ergebnis her, in Domburn. Aber ich glaube, so ganz so einfach ist es nachher doch nicht gewesen, oder? Nein, einfach auf keinen Fall. Natürlich dann einfach vielleicht, weil wir zwei schnelle Torschüsse haben, dann auch die Halbzeit gleich rechtzeitig wieder getroffen haben. Das Spielverlauf ist natürlich für uns gerannt, weil die waren doch durchaus unangenehm. Ja, die Uhrzeit ist es auch ein bisschen komisch nach wie vor für uns alle. Glaube ich nicht nur für uns, sondern auch für den Gegner. Aber ja, natürlich, wenn es dann 4-0 gewinnst, dann ist es super. Bei den vier Toren sind zwei von dir gewesen, auch wenn das eventuell der Schiri oder die Bundesliga ein bisschen anders gesehen hat. Aber für uns hast du natürlich zwei Tore geschossen, ist vollkommen klar. Wie waren denn die Situationen? Ja, gut. Erstens einmal, wir haben im ganzen Herbst einmal ein Standard-Tor geschossen. Und jetzt nach den ersten zwei Runden vier. Das ist schon mal cool, was die Mannschaft erleistet. Wir haben viel daran gearbeitet und ich hoffe, das sieht man. Und zu den Situationen, ja, erster war gleich seitlicher Freistoß, wo ich durchaus glücklich dann auch den Ball dann noch spiele, schieße den Verteidiger, aber im Grunde genommen ist es mir dann auch egal, der Ball war im Tor. Das zweite war keiner, der glücklich zu mir durchkommt, aber ja, als Glück muss man sich erarbeiten und ja, das haben wir halt gestern auch vielleicht ein bisschen gehabt. Du unterschlagst natürlich bei der zweiten Situation, du hast den Berg mit der Brust mitgenommen und nachher, ja, ich sag's mal so auf gut Deutsch, unter die Querlatte gekommen. Also da hat kein Goalie mehr eine Chance gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es die Brust war oder ob es die Hüften war, keine Ahnung. Aber egal, ja, dann der Gegenspieler war gleich in der Nähe, da habe ich natürlich schauen müssen, dass ich den Ball irgendwie triff und dass er dann natürlich so reingeht, ist nicht schlecht. Man muss sagen, man hat alles richtig gemacht. Von außen hat es ein bisschen ausgeschaut, als wenn man ja, wie gesagt, aus den Standards relativ einfache Tore gemacht, einerseits, andererseits keine Verletzten. Und irgendwie hat man den Eindruck gehabt, man hat sich ein bisschen geschont, zumindest zum Schluss aus. Wie war das für euch? Ja, das würde ich jetzt auch gar nicht sagen. Ist ja vielleicht, wir waren dann 4-0 vorn. Es ist dann, die haben nicht mehr so die Gegenwehr gezeigt. Ich glaube, wenn wir dann wirklich konsequent gespielt hätten, wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen. Aber lassen wir die Kirchen im Dorf jetzt auch. Also, wie gesagt, 4-0 geschont würde ich jetzt so gar nicht sagen. Wie gesagt, du hast es richtig angesprochen, es sind alle fit. Der Trainer kann aus dem Vollen schöpfen und das ist jetzt für Mittwoch das Wichtigste. Du hast schon die Uhrzeit angesprochen, 10.30 Uhr, ich muss auch sagen, von Fanseite ist das echt eine Katastrophe. Unsere Fans haben Treffpunkt am Tivoli um 6 Uhr in der Früh gehabt, damit sie rechtzeitig rauskommen mit den Bussen. Ja, aber trotzdem, so ein Frühmatinee hat uns bisher immer ganz gut getan. Ja, ich muss gleich mal vorweg sagen, Frühaufsteher bin ich ganz sicher keiner. Mich trifft es da immer ziemlich am meisten, glaube ich. Auch für die Fans, jetzt glaube ich am Städten ist auch wieder 10.30 Uhr, nach Dornbirn geht es dann auch, sage ich einmal, das ist ja noch möglich für die Fans. Bin gespannt, wie sie es noch am Städten regeln werden. Ich hoffe auch, dass uns dort unterstützen, auch wenn es vielleicht schwer wird. Aber im Endeffekt dürfen wir nicht schimpfen. Irgendwas machen wir anscheinend richtig, weil es waren drei Spiele, glaube ich, um 10.30 Uhr der Saison und alle drei gewonnen. Also ja, ein bisschen was spricht auch dafür. Aber wo Fanunterstützung, es waren wieder über 300 Leute im Vorarlberg außen zu dieser Zeit. Tolle Choreo, danach super gefeiert, kann sich auch sehen lassen. Ne? Ja gut, ich habe das, bevor ich gekommen bin im vorigen Sommer, habe ich das schon gesagt, dass ich das die Jahre davor, wo ich es beobachtet habe, schon richtig cool finde, die Fankulisse in Innsbruck. Und jetzt auch nach dem Abstieg unterstützen sie uns unglaublich. Und uns Junge, vielleicht das bleibt jetzt aber die junge Mannschaft. Ja, ich glaube, wir stehen da alle voll drauf und genießen das auch richtig, wenn wir da noch einen Sieg dann in die Kurven gehen können, mit einer Feier können. Und ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die dann auch vielleicht uns dann in gewissen Momenten noch zum Sieg pushen. Am Mittwoch gibt es auch ein Spiel zum Genießen, sage ich jetzt mal, aber ein Bonusspiel, Halbfinale im österreichischen Cup, auswärts gegen Austria Lustenau. Ja, der Kartenvorverkauf läuft sensationell, zumindest aus unserer Sicht. Das werden ja weit über 1000 Wacker Innsbruck-Fans draußen sein. Ja, wie sieht denn das die Mannschaft? Ja gut, du hast jetzt kein Bonusspiel. Ich glaube, so sehen wir es gar nicht. Wir haben uns das verdammt hart erarbeitet. Wir haben da jetzt eh unseren Blöden rausgehauen, mit dem wir die wenigsten gerechnet haben. Und ja gut, das mit Kartenverkauf, das kriegen wir natürlich auch mit. Wir finden es überragend, wenn man das so ist, dann ja,
heute, wie viel das da die Reise antreten am Mittwoch. Ich würde mal so sagen, machen wir Hanf mit raus, oder? Natürlich, natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ziemlich kribbelt. Im Halbfinale im Cup hat man nicht jedes Jahr. Wie ist das in der Mannschaft und bei dir? Ich kann da jetzt einmal von mir sprechen, dass ich schon unglaublich geil auf die Partie bin. Auch ein bisschen schon vom Daumen gemessen auf Geschichte habe, muss ich sagen, was vielleicht nicht richtig ist, aber es ist einfach, wie oft hat man die Chance, auch in ein Finale einzuziehen. Hm. Vor allem mit einer Zweitligamannschaft. Also wenn man die Chance hat, wir bereiten uns 100% darauf vor und hoffen, dass wir das natürlich auch schaffen. Trainer glaubt, dass es ein bisschen schwieriger wird, als wie gegen die zwei Bundesligisten, weil unser Austria Lustenau auch ganz sicher nicht unterschätzen wird. Was glaubst du? Wenn der Trainer das sagt, nein. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass Lustenau vor der Saison eine Mannschaft zusammengestellt hat, die eigentlich um einen Aufstieg spielen sollte oder hätte sollen. Und wir einen unglaublichen Umbruch gehabt haben und so weiter. Also die Vorzeichen stehen schon ein bisschen anders. Aber im Endeffekt, wir haben schon einmal gesagt, dass wir in Lustenau gewinnen können in der Saison. Und ja, wieso sind wir der zweite Mal? Wir haben nicht nur in Lustenau gewonnen, wir haben jetzt 5 Spiele hintereinander auswärts auf Fremdplatz gewonnen. Diese Serie kann sich sehen lassen. Wir haben vorher für die Fans geredet, wenn du siehst, dass überall immer so viel mit sind. Es sind alles, wie gesagt, kleine Bausteine, die uns da ein bisschen nach vorn pushen. Und wenn man sieht, was sich die umtun, dann steht man fast ein bisschen in der Bringschuld, dass man alles gibt. Vielleicht ist es halt auswärts, vielleicht ist es los gar nicht schlecht, dass es auswärts ist. Die Überragung wird auf jeden Fall, die Unterstützung wird auf jeden Fall überragend sein. Koyo, denke ich, wird auch sein. Ich habe schon gehört, dass ihr eventuell da vorne mal kurz Besuch kriegen könntet, damit sie euch gut verabschieden. Was erhoffst du dir von der ganzen Chance aus? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich stelle so jetzt schon die ganze Zeit auf, wenn ich daran denke, wie geil das wird. Und ich glaube, wenn die ganze Mannschaft so gepusht reingeht, wie ich mich jetzt schon fühle, dann werden wir dort hoffentlich ein Feuerwerk runterbrennen und dann, dass wir gar nicht so an die Karriere Fußmatch vielleicht denken, sondern vielleicht an das, wie es dann noch an die Party abgeht. Ich hoffe, die Party wird richtig, richtig gut abgehen. Ich bedanke mich sehr fürs Interview und alles Gute fürs Halbfinale.